Ich habe das schon durchgeskippt, ist nicht so, also ist jetzt nicht so funny, ist eher so information. Er hat so die Selbstzerstörung von Mois. Da geht es eher darum, wie er seinen Kanal zerstört hat durch Moves, wie zum Beispiel Kommentare einschrecken und bla. Na, Freunde, heute. Ist jetzt nicht unbedingt so informationally, Entschuldigung, nicht so funny, aber ist es informational. Habt ihr Bock darauf? Wenn ihr Bock habt, dann gib mir ein Ja. Dann können wir das mal auf Lunge ziehen. Reden wir über die Zerstörung von Mois. Mois wurde nämlich tatsächlich krachend zerstört, aber nicht von Kritikern wie Moody, KuchenTV. Lass mich raten von sich selber. Aber ich muss mal eben gucken. Ja, das ist das, glaube ich. Ich habe das mal durchgesagt. Ich wollte nur gucken, ob es das ist. Lass mich mal ganz kurz noch, bevor wir das gucken. Der Mois-Bruder hat ein neues Video hochgeladen. Das fand ich ganz witzig. Das wollte ich mit euch zusammen anschauen. Normalerweise bei egal welcher Fetten oder so jemand irgendwas über ihr Aussehen schreibt, kommen diese ganzen Internetaktivisten und meinen so mit der Keule, ey, yo, Alter, Body-Shaming. Und weil ich kein Acke bin, klappt das nicht, oder wie? Bruderherz, mir ging es wallahi noch nie besser. Ich beantworte diese Frage ein für alle Mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 33 so wie jetzt aussehe. Und was irgendein Arbeitsloser und zu Hause denkt über mich, interessiert mich nicht und wird mich niemals interessieren. Und für egal wie viele Klicks würde ich die Scheiße trotzdem weitermachen. Und wenn irgendwelche Dildos heute noch da sind, glaubt. Er sagt, ey, eigentlich, ey, komm, wir gucken einmal so und dann einmal kommentiere ich das. Ey, es ist eigentlich so Banane, aber okay. Ich werde nicht da sein. Bro, beruhigt euch. Selbst für 5 Klicks bin ich da und fuck dich ab, bis du stirbst, mein Bruder. So. Ich finde auch jeden zweiten von euch gottlos hässlich und wallahi, ihr seid so wie ihr drin seid, auch außen. Und draußen seht ihr alle aus, wie ihr ausseht, Bro. Und ihr seid nicht zufrieden mit euch. Die Fettwampe, wenn ihr euch hinsetzt, fuckt ab. Oder die Chipspackung. Und die Finger, die fettig sind beim Tippen von Kommentaren. Und das Begreifen, dass man seinen eigenen Penis beim Pissen nicht sieht. Kann schon sehr schlimm sein. Und ich verstehe, dass so etwas dazu zwingt, ein hasserfüllter Sohn zu sein. Aber ich, meine Freunde, kann nichts dafür. Aber denkt nicht, dass irgend so ein mich jemals aufhalten könnte. Selbst 12.000 zusammen können mich nicht aufhalten. Hals, Bruder. Wegen dem bekomme ich Hals. Oh mein Gott. Oh, Bruder, bitte hör nie auf mit diesem Content. Bitte mach weiter. Also er reagiert auf einen Kommentar. Da steht, was ist mit Mois? Der ist ja komplett abgemagert. Daraufhin kommt, ey, wenn man dicke, wie er sagen würde, im Internet beleidigt, dann kommt direkt so eine Internetaktivistenmeute. Bei mir ist Bodyshaming okay, weil ich Kanake bin. Ist im Rahmen des Möglichen. Ich guck noch mal. Normalerweise bei egal welcher Fetten oder so jemand. Er macht bei irgendwelchen Fetten oder so. Dabei, er beschwert sich über Bodyshaming und schämt selber direkt im selben Atemzug. Aber egal. Wenn es dich nicht juckt, wieso machst du dann ein Video, wie du dich rechtfertigst, dass es dich nicht juckt? Ja, aber das ist ja die ganze Zeit so. Ich glaube, alle Kommentare sind so. Was über ihr Aussehen schreibt, kommen diese ganzen Internetaktivisten und meinen so mit der Keule, ey, yo, Alter, Body-Shaming. Und weil ich kein Acke bin, klappt das nicht, oder wie? Nein, Bro, dein Nase und deine Brille sind einfach viel zu groß. Ja. Bruderherz, mir ging es wallahi noch nie besser. Ich beantworte diese Frage ein für alle Mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 33 so wie jetzt aussehe. Und was irgendein arbeitsloser Hund zu Hause denkt über mich, interessiert mich nicht und wird mich niemals interessieren. Und für egal wie viele Klicks würde ich die Scheiße trotzdem weitermachen. Und wenn irgendwelche Dildos heute noch da sind, glaubt ihr, ich werde nicht da sein. Bro, beruhigt euch. Selbst für 5 Klicks bin ich da und fuck dich ab, bis du stirbst, mein Bruder. So. Ich finde auch jeden zweiten von euch gottlos hässlich und wallahi, ihr seid so wie ihr drin seid, auch außen. Ey, in jedem Video, ne, geht's darum. In jedem Video, ob YouTube oder hier,
geht es darum, dass er auf alle scheißt und alle hässlich sind und alle sind draußen auch voll die Hässlichen. Und wenn der iPhone gibt, dann kommen sie angelutscht. Er disst gerne seine Zuschauer. Und draußen seht ihr alle aus, wie ihr aussieht, Bro. Und ihr seid nicht zufrieden mit euch. Die Fettwampe, wenn ihr euch hinsetzt, fuckt ab. Oder die Chipspackung. Und die Finger, die fettig sind beim Tippen von Kommentaren. Und das Begreifen, dass man seinen eigenen Penis beim Pissen nicht sieht. Das ist so gut, ey. Chat, wer von euch kann sein primäres Geschlechtsorgan beim Pissen nicht sehen? Außer jetzt, Frauen antwortet nicht, bitte. Ich kann den immer sehen, weil ich im Sitzen pisse. Schon mal so, erstmal so, ne? So. Er meint wahrscheinlich, wenn man im Stehen pisst, ja? Wer von euch kann beim Duschen sein Schwanek nicht mehr sehen? Einzelne Chat. Alle, die ihn noch sehen können, Glückwunsch, ihr seid in Mois Augen nicht so hässlich und ihr könnt jetzt den Stromversorger wechseln. Und ihr bekommt ein älteres iPhone, nicht das neue, aber das 13 Max in Ohrschloch, aber seitlich. Kann schon sehr schlimm sein und ich verstehe, dass so etwas dazu zwingt, ein hasserfüllter zu sein. Aber ich, meine Freunde, kann nichts dafür. Aber denkt nicht, dass irgend so ein mich jemals aufhalten könnte. Hey Bruder, kannst du überhaupt dein sehen? Ja, Bruder, wie? Mit Spiegel unten drunter. Du bist auch nur ein okay? Okay, mach trotzdem einen Strom. Okay, du kannst in den Spiegel nicht schauen, aber kannst du den kaufen? Denn Geld regiert die Welt, mein Bruder. Fettabsorgung ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Für was, Bruder? Für ein Leasingrate. Verstehst? Selbst 12.000 zusammen können dich nicht aufhalten. Das Geil, er sagt so, selbst 12.000 können mich nicht aufhalten. Ich frage mich, wie er auf 12.000 irgendwie kommt. Er ist auf seinen, auf ganz auf seinen Film Honig ist gut mit Lacke Macchiato, Deckerchen. Auch wieder Kommentare ausgeschaltet. Mann, er soll, ich liebe das, wenn er redet. Der soll reden. Schade. Aber dieses Honig, dieses Stück Honig, sieht aber echt lecker aus. Boah, das will ich mir auch mal wieder geben. Anders geben. So, was gibt's Neues? Nix. Kein Reden, kein Verkaufen. Schade. So. Jetzt schauen wir nochmal bei Desnero rein. Was hat der uns denn zu sagen? Strombass. Boy sagt, ey, Roos, was meinst du, wann diese Stromsache bei Mois wieder vorbei sein soll? Also, wir können ja mal mit Chat reden. Also, Chat. Warte mal, wo ist denn Chat? Alle sind gemeint, alle im Chat. Jetzt mal ehrlich, einfach mal Prediction. Wann ist diese Phase wieder vorbei? Ich meine, wenn wir alle seine Geschäfte angucken, der letzten Jahre, seine Standorte, seine, also ich habe hier eine neue Location, ich mache hier was Krasses, Krefeld, Köln, Oberhausen, Gladbach, Gladbeck, Essen oder so, ich weiß gar nicht, wo noch, Düsseldorf. Digga, er hat mehr im Ruhrgebiet gelebt als ich. Und ich bin hier. Ich komme von hier. Naja, egal, auf jeden Fall, wenn man jetzt sich jetzt guckt, wo er alles, was er alles gemacht hat und wo er alles kommt und welche Business er wie lange gemacht hat, würde ich sagen, seine Zyklus, seine Zeitzyklen sind immer kürzer geworden mit der Zeit, muss man sagen. Und ich gehe von Juni, Juli, August. Im August dürfte sich zeigen, ob man da noch zusammen ist. Oder ob die anderen, die da mit denen er ist, ein Video machen mit, so ist Mois wirklich. Während wir Strom verkauft haben, hat der an mein Arschloch, weiß ich nicht, Lego. Ja, sein Zyklus war früher so 6 Monate, wurde mal kürzer. Ammo ist auch am Start, Ammo GD ist am Start. Grüß dich, sag maximal 3 bis 6 Monate, sobald die ganzen Leute ihre Auszahlungen nicht erhalten, wird das dann exposed. Wobei das schon echt krank, dumm, naiv Menschen sein müssen, die mit dem Geschäft machen. Ja, also es ist schwer, immer den Leuten das vorzuwerfen. Die sind jung, die machen ihre ersten Erfahrungen und so weiter. Aber ja, so ist das. Ich gehe auch davon aus, dass die Ersten da ihre Sachen, also ihre Versprechungen werden nicht gehalten. Die ersten Exposers kommen,
Videos kommen. Er hat einen Roomtour in die, wo diesmal, keine Ahnung, in Hamburg. Jeder Quartal ein neuer Roomtour. Ja. Ja, für uns ist das auch am Ende Entertainment. Okay, Barbie, schauen wir mal rein. Mit dem Stock in die digitalen Seiten gepiekt hat. Wir waren nicht die Zerstörer, sondern Mois höchst selbst. Wirklich selten ist mir so ein heftiger freier Fall eines YouTubers jenseits der 2 Millionen Abonnentenmarke untergekommen. Durch seine jüngsten, nennen wir es fragwürdigen Entscheidungen, was seinen Kanal betrifft, sowie seinen neuen dubiosen Geschäftspraktiken, über die wir gleich sprechen. Wie Bäume ihre Blätter verlieren, verliert Mois viermal im Jahr sein Gesicht. Man muss sagen, selbst ApoRed macht mit den Verrückten auch diese bescheuerten Ihr seid Goofs, ihr seid Noobs-Videos. Viel mehr Klicks. Ne? Auch da sind natürlich alle einig. Der hat einen an der Waffel, wie sagt man das auf Deutsch? Er hat eine Waffeleisen an der Birne. Aber bei Mois ist wirklich crazy. Ich finde das auch von YouTube her, von YouTube-seitig technisch gesehen, super hart, Alter. Über 2 Millionen Abonnente und gerade noch 30.000 Klicks. Das ist echt hart. Wir schauen mal, der Justinero fasst ein bisschen zusammen, warum er glaubt, dass es so ist. Werden, hat er halt endgültig den Nagel in den Sarg gekloppt. Wir haben, wie ich spaßeshalber vorausgesagt habe, tatsächlich ein Komm in die Gruppe Mois bekommen. Jawohl, ja! Den nun wirklich niemand von uns haben wollte. Tja, jetzt ist er da und damit müssen wir irgendwie arbeiten. Aber bevor wir das machen, zwei kleine Anliegen. Erstens, ich möchte kurz um Verzeihung bitten für meinen... Ich schaue mal ganz kurz thematisch vor. Ein retrospektiver Blick auf Mois. Let's go. Wayback Machine angeschmissen und zwar zwei... Wayback Machine. Monate in die Vergangenheit. Wir sehen ein Video mit 526.000 Aufrufen vor seiner Pause. Nach den 11 Monaten kamen drei Videos, die zwischen 200 und 250.000 Aufrufen hatten und das ist auch so Also hier war das noch, er ruft diese militante Veganerin Video. Erinnert euch noch? Das war ja mit Tangrismus auf Dan. Das hat 237.000 noch gemacht. Irgendwie hat trotz Türkei-Spenden-Affäre, trotz dieser ganzen Geschichte irgendwie immer noch was mit 200-300.000 gemacht. Tangrismus auf Dan. Irgendwie ist das so radikal auf Leberessen gegangen. Hey, ess mal jetzt diese Leber, ist Gold für dich. Nee, aber das ist radikal auf 30.000 runter. Das ist echt fraglich. Ungefähr der Schnitt seiner alten Videos, die grob von einem Jahr kamen. Das sagt uns, dieser Mann hatte eine loyale Fanbase. Die lange Inaktivität, die war eigentlich völlig Wumpe. War egal. Allgemein eine Sache, die nicht viele Creator so unbeschadet überstehen werden, was das, was ihr gleich sehen werdet, umso schlimmer deutlich machen wird. Ja, ist einer der Gründe auch, Leute, jetzt Real Talk, kein Spaß, einer der Gründe, warum so viele Creator auch Depressionen schieben, auch wenn dann natürlich wieder die normalen Leute, also wenn man darüber spricht, heißt es natürlich gleich, ja, das ist keine Arbeit, Junge, ich bin 20 Stunden am Tag auf dem Bau, du hast keine Ahnung. Dies, das. Ja, über die Verhältnismäßigkeiten, darüber kann man natürlich reden. Das ist natürlich eine andere Sache. Trotzdem ist ein Stück der Wahrheit, ist nun mal, dass Creator, viele Creator auch Kopf, Hals fix und auch Depression schieben, weil du eben super hart am Kämpfen bist die ganze Zeit, weil du kannst dir nicht einen Tag Urlaub geben, ohne dass du von den Algorithmen überkrass abgestraft wirst. Ne? Das muss man sagen, es ist leider so. Ich habe das alles schon erlebt und erlebe das immer wieder. Und dann bin ich eine Woche in New York, versuche ich da ein bisschen weniger zu streamen, versuche klarzukommen, komme ich wieder, ist alles im Keller, so muss man wieder aufbauen, als hätte man noch nie gestreamt, so mäßig. Ja, das ist schon wirklich, das ist schon Katastrophe. Klar, Lanis schreibt, weil sie keine Content-Strategie haben. Ja, eine Content-Strategie hilft auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall YouTuber, die das besser drauf haben und so. Es gibt welche, die. Da klappt es auch besser. Ja, aber ich will nur sagen, das ist einer der Gründe auch, warum man immer so abgibt. Die Algorithmen, die strafen einem so gewaltig ab. Aktuell finde ich es bei TikTok schon beinahe ungesund, wie du da behandelt wirst. Dann ein Video geht super viral, alle anderen Videos nicht. Du bist nur noch, also das eine Video ist nur noch wichtig. Du als Creator bist nicht mehr wichtig bei TikTok. Und das ist natürlich super hart, dir eine Fanbase aufzubauen, die loyal
sind und deine Sachen durchklicken, damit du auch irgendwie davon leben kannst, ne? Ja. So, weiter geht's. Achso, Amu schreibt, boah, wo bist du, Amu? Amu hat geschrieben, ob dieses Veruntreuen-Ding ihm irgendwie, ob das jetzt 100% ist, das glaube ich, kann man nicht sagen. Also was man sagen kann ist, er konnte die Vorwürfe nicht entkräften und durch seine 3-4 Erklärvideos und auch dieses jetzt komme ich mit einem Video, da ist alle Papiere, Belege, alles drin und dann ist es nicht nur nicht gekommen, sondern es wird noch viel schlimmer, das war das berühmte Barello-Video, stark. Video mit Nabil, ich hab dir doch gegeben Schuhe, hab ich dir nicht gegeben Essen. Das wird eigentlich nur noch schlimmer, daher, also mehr oder weniger würde ich sagen. Selbst nach seinem Skandal hat er immer noch 200.000 Aufrufe gemacht auf dem Video, wenn auch mit einem schon ziemlich brutalen Clickbait-Titel. Aber selbst das sollte ihm nicht die Gräten brechen, bis er diesen interessanten Umgang mit der Kritik an den Tag legte. Nachdem der Spendenvorwurf aufkam, wurde logischerweise auch seine Community so ein wenig kritischer im Umgang mit ihm. Es folgten Nachfragen, wo denn die Spenden verblieben sind, allerdings im Ton von: Ey Mois Bruder, wir mögen dich richtig gern und stehen hinter dir, aber zeig doch mal bitte Belege, dass die Spenden ja wirklich angekommen sind. Man konnte also immer noch eine gewisse Wohlgesonnenigkeit, das ist kein Wort, ihr wisst, was ich sagen will. Dieser gute Wille seiner Fanbase wurde das erste Mal erschüttert durch seine Instagram-Tiraden, auch bekannt als explodierter Reaktor. Habe ich ein Video drüber gemacht. Seine Fans wegen der Nachfrage, sag mal, was ist denn los da, als Bruder von Jürgen Hurenzon zu bezeichnen, würde mir ja stinken. Als Fan ist es sicherlich kein cooles Gefühl zu sehen, wie der Influencer auf einen... Ah, so wird also das Nesquik-Knusper-Frühstück hergestellt. Ach, gerade ist, kommt mir gleich das Kötzili. Ein kleines Kötzili kommt mir. Alter, das ist so unglaublich lame. So lame, dass man glatt einschlafen möchte. Auf einer Emma-Matratze. Transparenz-Disclaimer. Es ist in letzter Zeit immer wieder und wieder zu Liefer- und Supportverzögerungen gekommen. Haben endgültig zum schiefen Haussegen in der Mois-Community geführt. Natürlich kam die himmelschreiende Arroganz und Überheblichkeit auch nicht sonderlich gut an. Wer hört schon gerne einem Influencer, der vom einen zum anderen Gülleplanschbecken springt, dabei zu, wie krass er doch ist und was für Klicks er mit seinen Skandalen macht. Und überhaupt, er ist ja viel, viel besser als alle anderen. Nur er hat wahrhaftig was gerissen. Er und seine Eier, wie er nicht müde wird zu betonen. Der stellt sich halt metaphorisch gesprochen mit einem digitalen Pensi seinen Klicks vor den Spiegel und brüllt Bankai, dabei ist seine Karriere halt einfach ein K.O. gegangenes Raupi. Wie kann man denn so strunzendämlich sein, den Letzten, die noch zu einem halten, auch einen vor den Latz zu knallen? Ich check es nicht. Wirklich. Das Vergraulen der Stammzuschauerschaft war aber auch nur das erste von zwei Puzzleteilen, die zu seinem Downfall geführt haben. Als Influencer gibt es tatsächlich eine Sache, die noch schlimmer ist, als bei seinen Fans in Ungnade zu fallen. Auch wenn feste Zuschauer wirklich essentiell für eine Karriere sind, gibt es immer noch Leute, die es einfach nicht interessiert, was kritisiert wird, weil die sich stumpf berieseln lassen wollen oder die leben halt hinterm Mond. Ebenso neugierige Gaffer, die sich dieses digitale Spektakel aus Faszinationsgründen einfach anschauen. Ja, das ist ja das, was ich letztens im Stream auch gesagt habe, was mich ja halt auch wundert. Mal abgesehen davon, dass du den jetzt vielleicht scheiße findest, weil er diesen und da, das und das gemacht hat, Skandal, dieses. Es gibt ja immer noch aber auch diese Gaffer-Szene und auch Leute, die das mal so, ne, auf Guilty Pleasure-Basis angucken. Denke, das muss auch Dan. Aber es ist dafür, also wir sind auf jeden Fall die Guilty Pleasure-Leute, aber es ist dafür trotzdem zu wenig. Jetzt ist die Frage, ob wirklich YouTube das runtergefahren hat. Das ist wirklich eine ernste Frage von mir, weil der Chambers Rhymes schreibt, dass es so einen Dude gibt, der bei YouTube arbeitet, der hätte gesagt, dass das regelmäßige Uploads keinen Einfluss haben. Und das sagt der Algorithmus, niemand bevorzugt oder abstraft. Also das sind Sachen, die mir YouTube-Mitarbeiter auch sagen oder uns, ne? Ich bezweifle das aber. Auch wenn die es sagen und die müssten das ja wissen, die arbeiten ja da, kann ich nicht aus Erfahrung sagen. Aus meiner Erfahrung ist das nicht so. Und aus Erfahrung von jedem, mit dem ich rede, ist das nicht so. Jeder weiß, uploadest du viel, geht mehr. Es ist einfach so. Es ist überall so. Auch bei Instagram ist das so. Und auch wenn du denkst, du fuckst damit auch Leute ab mit den meisten Uploaden, ist das aber nur marginal. Also das stimmt, aber es ist marginal.
hauptsächlich ist es so, machst du guten Content, ist sowieso besser, machst du viel Content, ist auch gut. Kein Creator kann Pause machen. Jeder weiß, machst du Pause, kommst du wieder, ist dein Kanal tot. Und die sagen so, das wird nicht abgeschaltet, das glaube ich nicht. Wie ein Unfall halt. Zu guter Letzt Hatewatcher. So könnte man sich auf jeden Fall noch über Wasser halten, wenn auch auf deutlich dünnerer Spur. Was man aber definitiv nicht übersteht, die Plattform, auf der man seinen Content veröffentlicht, zu verärgern. Das ist digitales Karrieren-Seppuku, nur ohne den Teil mit der Ehre. Seppuku. Interessanterweise haben die das beim neuen Shogun auch benutzt. Das Wort Seppuku ist der sogenannte Selbst, ihr wisst schon, früher hat man Harakiri dazu gesagt. Das habe ich auch beim neuen Shogun gelernt. Das ist eher ein westliches Wort. Von Westlern benutztes Wort. Seppuku. Seppuku. Kusamas Ansinsana. Es gibt so ein paar Dinge als Influencer, die man auf gar keinen Fall niemals und nimmer mit seinem YouTube-Kanal machen sollte. Und was soll ich sagen? Er hat alles getan. Alles. Ausnahmslos alles, um seinen Kanal zu zerstören. Mit alles meine ich, er hat jede Möglichkeit vollends ausgeschöpft, seinen Kanal 180 gegen die Wand zu fahren. Mit Erfolg. Wenigstens den Erfolg kann ihm niemand mehr wegnehmen. Nummer 1. YouTube liebt Interaktion und möchte natürlich, dass möglichst viel Zeit auf der Plattform verbracht wird. YouTube mag es, wenn Zuschauer Präsenz zeigen und aktiv sind. Dazu zählt die Watchtime, Likes und natürlich Kommentare. Was Mois in seiner Situation eventuell nicht tun sollte, ist, Zuschauern die Möglichkeit wegzureißen, mit den Videos zu interagieren. Hat er trotzdem getan. Er hat unter jedem Video, jedem, die Kommentare deaktiviert, weil für seinen Geschmack halt zu viel Kritik reinkam. Zu allem Überfluss hat er das auch noch arrogant kommentiert. Das muss man sagen, macht ApoRed nicht interessanterweise, ne? Aber das ist schwer zu sagen. Tanner schreibt, meinst du, die Dislikes haben schlechteren Einfluss auf die Reichweite? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, wissen tut man es nicht. Man kann nur das wiederholen, was einem gesagt wird von YouTube und von Foren und Mohren. Von Möhrenforen wird gesagt, dass Interaktion immer mehr wert ist als keine Interaktion. Das ist auch egal, ob es Dislikes sind. Das ist auch eine Interaktion. Niemand hat was zu sagen, außer ich. Du bist ein dummer Trottel, weißt du das eigentlich? Das ist der erste Pfeiler, der weggebrochen ist. Check ich nicht. Jeder Influencer weiß, dass das der Graus für seinen eigenen Kanal ist. Nicht nur wegen dem Algorithmus. Den Zuschauern die Möglichkeit wegzunehmen, am Social-Media-Geschehen zu partizipieren, führt generell schnell dazu, dass das letzte bisschen Community-Gefühl flöten geht. Ist weg und der Kanal wird ruckzuck langweilig. Auch nicht schön, aber er hätte die Kommentare zum Beispiel auf Hold stellen können. Dann kann er die freischalten, die ihm passen. Hauptsache, man kann irgendwie kommentieren. Ey, es ist so dämlich. Also das muss ich auch sagen, Gaijin-sama, Gaijin. Ja, man muss sagen, warum macht er das? Weil, was denkt er denn? Was denkst du? Also ich meine, verbessern wird sich das ja nicht. Die Gedanken der Menschen, dann tragen die das mit sich. Dann sind die auf meinem Forum oder in woanders und so. Lieber hast du es doch bei dir und kannst es vielleicht irgendwie eher der Wahrheit ins Gesicht schauen und dann damit versuchen umzugehen, würde ich jetzt kommunikationswissenschaftlich auf Krisenkommunikationsbasis so sagen. Auf den, dann gräst, auf den, dieser Stein hat vielleicht auch eine Ehre. 2. Search Engine Optimization. Um wirklich gut zu performen, sollte man die SEO nicht außer Acht lassen, erst recht, wenn man es gerade ein bisschen schwierig hat. Was heißt das? Vielleicht macht er das auch, um zu gucken, wer der eine Einzige ist, der immer sein Video klickt und diesen einen stellt er ein. Damit er seinen Strom verkauft in Christoph. Was Metadaten, die mit dem Video verbunden werden, um es an passenden Stellen anzuzeigen und generell auffindbar zu machen, um YouTube zu signalisieren, mit dem Thema hat das was zu tun, also werde ich bei dem Thema auch vorgeschlagen. Guter Titel? Nö. Passende, optisch ansprechende Thumbnails? Auch nicht, weil in einer Videoübersicht mit 20 anderen Videos muss man ja nicht herausstechen, um angeklickt zu werden. Klickt man natürlich auf das, was einen am wenigsten anspricht. Tags? Fehlanzeige. Warum auch? Wäre blöd, wenn jemand nach Videos sucht und halt seine findet. Bei Kanälen, die übel gut laufen, muss man das nicht machen. Die werden sowieso vorgeschlagen. Aber wenn die Kanäle halt nicht so gut sind oder klein, sollte man vielleicht schon tun. Videobeschreibung? Auf gar keinen Fall. Wörter in der Videobeschreibung funktionieren übrigens ähnlich wie Text. Ich habe einfach mal einen wild durcheinander getippten Zahlen- und Buchstabencode in die Beschreibung gepackt. Kopiert den in eure YouTube-Suchleiste und ihr werdet mein Video finden. Keywords trippeln, heißt Schlagwörter sind im Titel, in der Beschreibung und in den Text, damit du wirklich... Also das alles, was der sagt, würde ich sagen, stimmt teilweise. Du kannst auf jeden Fall mit diesem SEO-Grind, ist natürlich immer gut, wenn du es machst. Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, dass wir gerade, wir mit dem Nischen-Content Hip-Hop
Zum Beispiel bei Hip-Hop, die haben wir ganz lange mal diese SEO-Filme gefahren. Mit Endcard, mit, wenn ihr euch erinnert, ich habe mal eine Zeit lang bei Was los Endcards gehabt, wo ich noch so Ansagen gemacht habe. Wir haben Gewinnspiele gemacht, wir haben alles gemacht. Man muss sagen, tatsächlich verglichen mit, wenn wir es kaum gemacht haben und nur das Nötigste gemacht haben. Schon Tags, schon Titel, schon gute Thumbnail und so, ne, die Basics. Aber dann eben nicht mehr diese kranken SEO-Filme mit Keywords, mit das, was. Waren die Ergebnisse genau gleich. Am Ende war es genau gleich. Ich weiß noch, dass wir beim YouTube-Meeting damals in Hamburg, habe ich das auch gesagt und die meinten, ja, es, ich weiß noch, diese Multi-Network-Typen, diese, wie heißen diese Network-Leute, diese Multi-Channels-Leute, die einen früher hatten, wurden alle YouTuber ja auch abgezogen von denen, weil die einen so Versprechungen gemacht haben, MCN hießen die, die haben so Versprechungen gemacht, wir können dein TKP erhöhen, wir können deine Einnahmen erhöhen, wir machen bei dir miese SEO. Und dann haben die auch so einen Quatsch erzählt, der natürlich sich logisch anhört, aber wir hatten alle damals keine Erfahrung. Und ja, dann haben die ein Jahrzehnt oder so, oder ein bisschen weniger, haben die alle gefressen. Die haben unser Hack gegessen, die haben teilweise 40% der Einnahmen genommen und so. Das ist das Schlimmste, was es gibt, vergiss Musikwelt. Gott sei Dank nur ging das kurz. Deswegen will ich nur sagen, bei so, wenn du ein Faceless-YouTube-Channel machst, wenn du ein Business-Typ bist, der YouTube-Channels hochzieht, nur für Bewerbungen und so, dann ist diese SEO-Filme A und O. Wenn du aber jetzt eine Personality hochziehst, du bist jetzt Mois, dann kommen die Leute ja auch, weil die dich mögen und so weiter, immer wieder, die kommen zu dir und sowieso ist ja YouTube so jetzt mittlerweile, du musst ja gar nicht mehr abonnieren. Das Abonnieren ist ja also vorbei. Wenn du ein, zwei Videos von jemandem guckst, wird dir ja nur noch sein Kanal vorgeschlagen, voll viel. Daher ist das nicht mehr so wichtig. Und ja, also ich glaube auch früher wird der nicht so krasse SEO-Filme gemacht haben, der Mois. Der war einfach im Trend und die Leute haben sich das mies angeguckt. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Ich glaube, ganz, ganz groß sein Kanal gefickt hat einfach diese ignorante Art und Weise, einfach Content zu machen, der mit nichts mehr irgendwas zu tun hat. Mit seiner Community, die er hat wirklich, muss ich sagen, eine Zeit lang vorbildliche Community-Pflege gemacht. Also immer mit den Community irgendwas gemacht. Es ist halt rausgekommen, dass er auf die immer geschissen hat, weil fast alle Gewinnspiele waren gefaked. Und alle, nicht nur Gewinnspiele, auch diese Zusammensachen. Dann natürlich den Leuten nicht die Kommentarfunktion wegnehmen. Dann natürlich in jedem Video die Bastarde und nennen. Also das, glaube ich, sind extrem mehr Schaden als SEO-Filme. So diese Strategien, diese das. Ja, und zum Beispiel Maestro Statement und bla bla. Wirklich gut gerankt wirst? Selbstverständlich nicht. Genauso wenig wurden Endscreens eingeblendet. Wäre eine sinnvolle Maßnahme, weil YouTube es besonders gern hat, wenn man, nachdem man ein Video fertig geguckt hat, direkt das nächste vom selben Creator anschaut. Ja, auch da muss ich sagen, Endscreens haben wir zu damals bei hiphop.de-Zeiten immer mal wieder getestet. Wie gesagt, prozentual konntest du sehen, dass das kaum was bringt. Bei uns nicht. Ich habe keine Ahnung, bei anderen YouTubern oder bei YouTubern generell, wie das ist. Ich habe letztens auch mal wieder überlegt, so Endscreen-Filme mal wieder zu testen. Damals war es halt enttäuschend. Deswegen, ich glaube nicht, dass Mois mit so Endscreen-Keyword, SEO, bessere Titel irgendwie wieder am Start kommt. Der Content ist halt Schrott und er beleidigt alle. Das ist, glaube ich, aber ihr dürft nicht vergessen, womit ist er denn bekannt geworden oder beliebt geworden? Humor. Sich selbst über sich lustig machen, humorvoll sein. Lego, Arschloch, Faust, mit Rappern, Blödsinn, Quatsch. So. Aber was macht er gerade? Er versucht sich als Geschäftsmann, halt komm in die Gruppe, unseriöse Philosophie-Talks, so. Wer von seinen Teenie-Fans will das hören? Das juckt doch keinen. Das würde, glaube ich, bei jedem der Todesstoß sein, wenn das. Stellt euch vor, keine Ahnung, wer jetzt, zum Beispiel Mert oder so. Mert ist gerade wieder voll auf, der geht gerade gut ab wieder. Ihr kennt Mert von früher, YouTube, Gaming, lustig, Fußballfan, so ein Charakter ist der. Stell dir mal vor, der würde jetzt morgen anfangen mit, ich verkaufe Strom, hör zu, scheiß mal auf alle, ich fahr Porsche, ich bin eh durch, ihr seid alle Söhne.
So, Digga, sein Ding, sein Hype wäre in 2 Tagen vorbei. So, ne, mäßig. Fördert die Kanal-Watch-Time. Mein Analyse-Tool zeigt an der Seite nicht nur die verwendeten Tags an, sondern auch einen SEO-Score von 0 bis 100 möglichen Punkten, je nachdem, wie gut die Search Engine halt optimiert. Ja, dieses Analyse-Tool, was er hat, dieses VidIQ heißt das. Es gibt 2, 3 Stück. Es gibt, ja, VidIQ ist, glaube ich, einer der besseren. So, es gibt 2 konkurrierende so. Wie gesagt, Adam, kannst ja auch mal was dazu sagen. Adam und ich, wir gehen immer über die Videos und reden auch viel darüber, eigentlich mit dem ganzen Team, was können wir machen, natürlich, ne, Verbesserungen und so. TubeBuddy ist, glaube ich, das andere. VidIQ, TubeBuddy. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, unserer Erfahrung nach, das bringt 2%. Also du dich mehr mit, du soll, lieber konzentrier dich auf einen geilen Content. Das ist unser, was bei uns rauskommt, ist aus dem Ding. Was wir aktuell wieder machen, ist, weil YouTube das ausgerollt hat für alle, AB-Test. Wir machen, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, wir machen 2 Thumbnails, 2 verschiedene. Und wir schauen einfach, welches Thumbnail zieht mehr an. Ist euch schon mal aufgefallen? Habt ihr schon mal 2 Thumbnails für dasselbe Video irgendwie? Obwohl, es ist, glaube ich, schwer, dass es einem auffällt, oder? Man sieht ja, ihr seht, jeder sieht nur 1. Woche später müsstest du, nee, aber ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall probieren wir das jetzt gerade. Yes! Der Christmas of Dan. Wurde. Mois Videos erreichen 0 Punkte von möglichen 100. Tja, durchgefallen. Ich bin, was das angeht, wirklich ein richtig dreckiger Tryhard. Hier wird... Sorry, ja, King of the Noobs, du hast total recht. Da ist natürlich richtig. Er schreibt, ich denke, bei was los folgen, wo es kein Hip-Hop-Nische ist, bringt es mehr. Das stimmt. Zum Beispiel bei den Politikern haben wir an dem Thumbnail und an dem Titel mehr gearbeitet. Das stimmt. Weil da haben wir uns nämlich gedacht, das werden vielleicht Leute gucken, die kennen mich nicht. Die kennen nicht Kollege Farid Bang, bla bla bla. Die kommen vielleicht über die Suche. Das stimmt, das lohnt sich. Wie gesagt, in unserer Nische hat das nie so viel gebracht, aber wenn man so ein Mainstream-YouTuber ist, bringt das vielleicht mehr, wenn man immer wieder verschiedene Themen macht. Bei den Politikern haben wir zum Beispiel oftmals, ich habe nicht geschrieben Lukas und so bla bla, sondern wir haben versucht zu schreiben, BSW, Sarah Wagenknecht, bla. Also, was ist das Bekannteste? Zum Beispiel bei den Grünen ist es das Logo. Ne? Den Omid Nuripur, den kennen die allerwenigsten. Wenn jetzt Ricarda Lang bei uns wäre oder Baerbock, dann würdest du mit dem Namen arbeiten. Sonst arbeitest du mit der Partei. Und am besten immer irgendeine Headline, die die gesagt haben. Irgendwie sowas. Also manchmal ging es auch einfach nicht, wenn du eine unbekannte Partei und unbekannten Namen hast. Lukas vom PDF, da musst du halt mit Headline. Zum Beispiel, das habe ich bei Volt versucht, oder haben wir bei Volt, bei Damian Schmöselager, da haben wir direkt dieses Sonneborn-Diss von ihm rausgenommen, weil ich wusste, dass natürlich das, was irgendwie polarisieren kann und auch ihm ein bisschen da mehr Basis bringen kann. Damit die Leute das gucken. Der Schreibtisch nicht verlassen, bis die SEO sitzt. Eins meiner letzten Mois-Videos hat zum Beispiel einen Score von 85, obwohl es schon einen Monat alt ist und die Tags irgendwann schwächer werden. Das Wichtigste ist aber immer noch die Watchtime. Aber auch da habe ich ehrlich gesagt ein grummeliges Bauchgefühl. Das ist jetzt ein absoluter Spekulatius, aber wir wissen, dass Mois ganz gerne mal bottet. Seien es Kommentare, Likes, Aufrufe, sonst was. Keine Unterstellung, aber wenn wir mal die Klickkurve anschauen, fällt da schon etwas Komisches auf. Nach 24 Stunden hatte sein Video 7136 Aufrufe erzielt. Innerhalb der nächsten 24 Stunden fast das Doppelte obendrauf. Das ist komisch. So eine Kurve habe ich noch nie gesehen, außer bei Hype-Videos, die von außen halt gepusht wurden. Wie soll das auch passieren? Am ersten Tag sind die Vorschläge am häufigsten und am zweiten, naja, wenn das Video gut performt, wird es halt noch vorgeschlagen, aber die performen halt nicht gut. Es ergibt... Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Mois-Videos jetzt nicht angeguckt, so auf dem Level. Aber dass der vielleicht mit Klicks nachkauft und damit das nicht ganz so scheiße aussieht, das können wir mir schon vorstellen. Chico schreibt, du bist schon positiv überzeugt vom PDF. Ja, ich bin sehr, schon sehr überzeugt von denen. Die sind natürlich unbeschriebenes Blatt. Noch hat er auch nicht gezeigt, was er kann. Aber ich finde den Lukas vom PDF ein sehr motivierter, ehrlicher Dude, der was verändern will. Keine Ideologie, Ideen. Ich bin gespannt, ich supporte ihn auf jeden Fall und schau mal, wie lange das geht, bis er zum Palpatine wird. Auf jeden Fall Nebula-Konferenz auf Dan Tengres und
Was ich sagen muss, ist, dass durch Botten, durch Views botten, durch Kommentare botten und so, du auch deinen Kanal bei YouTube kaputt machst. Wenn die kriegen das mit, die measuren, die sehen das und dann die Automation, die greift irgendwann und dann kriegst du deinen so berühmten Shadowban. Auch wenn YouTube sagt, das gibt's nicht, diese Shadowbanisierung. Kein Sinn, dass die Videos innerhalb der ersten 24 Stunden nur 7000 Aufrufe machen und auf einmal am nächsten Tag 13.000. Erst recht nicht, wenn man in Betracht zieht, dass er seine Search Engine ja wirklich gänzlich vernachlässigt. Die werden garantiert nicht random in den Algorithmus geschmissen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Andererseits kann ich es ehrlich gesagt auch so ein wenig verstehen. Es sieht halt wirklich unästhetisch aus, wenn ein Kanal mit 2,1 Millionen Abonnenten nach 24 Stunden nicht mal 10.000 Aufrufe hat. Versteht mich nicht falsch, sich über niedrige Klickzahlen lustig zu machen, das ist komplett ehrenlos und kindisch. Finde ich schäbig. An der Stelle möchte ich übrigens öffentlich bei Commander Krieger um Verzeihung. Ja, man muss sagen, es ist ja wirklich so, bei 2 Millionen Abonnenten 30.000 zu haben, das hört sich an, wie wenn jemand 5 Jahre auf dem Kanal nichts mehr gemacht hat. Das ist ja aktuell bei hiphop.de zum Beispiel so. Bei hiphop.de, da sieht man ganz klar, dass das mit dem Nicht-Uploaden und so nicht stimmt. Der Kanal, guck mal, weil die Webseite läuft super, das weiß ich. Die Webseite ist immer aktuell, bla bla. Deren TikTok, beziehungsweise auch deren Instagram von hiphop.de läuft immer noch brutal. Weil da wird regelmäßig was gemacht. Die hatten aber durch meinen Weggang und auch durch Arias Weggang eine große Lücke bei YouTube. Ganz große Lücke. Ihr wisst ja, 80% vielleicht mehr des Kanals YouTube war ja ich. Also ich war der Kanal. Immer noch bis heute sind, glaube ich, die Top 10 meistgeklicktesten Videos und ich bin seit 4 Jahren weg, sind immer noch Roos-Videos. Vielleicht sogar in den Top 20 bin ich 18 Mal oder so. Vielleicht sogar, weißt du, so. Ich habe da halt viel gemacht für, ne? Und das haben die nicht geschafft, weiterzumachen auf dem Level. Natürlich auch die Zeit hat sich verändert, Interviews haben sich verändert, bla bla bla. Ich habe ja auch mein Content verändert deswegen. Ich mache das mal jetzt so, dass der Commander Krieger euch nicht die ganze Zeit von oben böse anguckt. Alles hat sich verändert. Bleib so, wie du bist. Und daran siehst du das. Ja, jetzt, die machen aktuell seit ein paar Monaten, macht hiphop.de auf dem Kanal wieder regelmäßig Content. Luckman One hat einen Podcast da. Chico liegt. Chico hat sich so ein kleines Bettchen gebaut. Und jetzt liegt er da. Seht ihr ihn? Chico's, mein Baby. No, mein Schatz. Auf jeden Fall, die machen viele Sachen. Miami Yassin, Dortmund, Trikotvorstellung, bla bla bla. Aber das zieht keine Klicks auf dem Kanal. Bin mir sicher, der Kanal ist gut. Und der Kanal hat auch 100.000 Abos verloren. Klar, es ist ein super alter Kanal. Aber das tut mir natürlich im Herzen weh. Überleg mal, ich habe diesen Kanal mit Schweiß und auf Couchpennerei hochgezogen, weißt du? Natürlich auch das ganze Team von hiphop.de, logisch, aber Hauptarbeit war der Kanal. Mein Main-Fokus. So. Und dann denke ich mir so, Abus Eisen, Alter. Einfach, der ist tot. Ich war so kurz davor, eine 1-Million-Plakette zu kriegen. Ihr seht diese 100.000-Plaketten. Mann, wir haben dafür auch sehr, sehr lange gebraucht. Wir waren nicht so wie YouTuber, die so warm abgehen. Haben sehr lange dafür gebraucht, wir haben das sehr langsam aufgehört. Dann habe ich kurz vor der 1 Million habe ich den Laden verlassen, in der Hoffnung, die machen schon die Million, dann kriege ich so eine Plakette. Das. So. Wobei man sagen muss, Abonnenten ist sowieso voll schwer geworden jetzt, meine ich. Das ist vorbei. Kein Mensch abonniert mehr. Das Abonnentenverhalten ist vorbei. Ist anders. Jetzt ist alles dubios. Chicos sagt, warum verkaufen die den Kanal nicht? Warum sollen die das tun? Also ich glaube nicht, dass du das Geld bekommst, was du dir erhoffst dann. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, den Kanal zu verkaufen. Was ich aber machen wollte, mal, kann ich euch mal so sagen, ich habe mal tatsächlich die Überlegung gehabt, Toxic mal zu fragen, ob ich alle meine was losfolgen haben kann und die auf meinem Kanal Roos World draufballer. Weil ich glaube, die machen auf hiphop.de immer noch bisschen Klicks, aber ja nicht mehr die Klicks, ja klar, teilweise sehr alt. Aber für mich ist das einfach so,
das ist ja meine Arbeit, das wäre Archiv. Und ich glaube, weil ich einen aktiveren Kanal habe, ich habe mit meinen 100.000 Abos, wir haben jetzt seit ein paar Monaten 100.000, um die 100.000 herum, geht hoch, runter, dies, das. Aber wir haben eine sehr aktive Community, wir haben einen sehr aktiven Kanal. Das wäre eigentlich geil. Muss ich mal mit dem Tox reden, vielleicht gibt er mir erstmal. Ilias schreibt, wir wollten mal ein anderes Magazin kaufen. Das stimmt. Ja, wir wollten echt mal ein anderes Magazin kaufen, aber die sind zu, die haben echt das nicht gehört. Lanis schreibt, die wollen dann aber bestimmt dran mitverdienen. Ja, also die machen eh nichts mehr, aber ich kann mir das schon vorstellen. Die geben mir meine Videos und ich gebe denen dafür entweder Geld einmalig oder ich gebe denen auch eine Leistung zurück oder ich gebe denen halt prozentual an den Videos eine Beteiligung. Das, ja, okay. Ich meine, die machen eh nichts mehr. Kann man machen. Bitten, bei dem habe ich das damals in Videos nämlich gottlos gemacht. So, ich habe mich. Ja, gut. Und das gekoppelt mit Business-Praktiken, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, ist alles sehr shady. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an seine Story, in der er sein Statement verschoben hat, weil Akira Toriyama verstorben ist. Ruhe in Frieden, Legende an der Stelle. Und das hat ihn ja so hart getroffen, dass er das einfach nicht bringen konnte. Ne? So hart, dass er einen Satz später damit angibt, wie viele Aufrufe er doch machen würde mit seinen Stories, während es um Trauer und Verstorbene geht. Dann wird auch noch die Beleidigungstirade angefügt. Vorhin habe ich ja schon angefügt, dass Watchtime das Wichtigste ist und ich den Verdacht hege, dass gebottet wurde, was meistens nicht gut für die Watchtime endet. Ist nicht belegt, nur eine Mutmaßung von mir. Was ich aber belegen kann, ist, dass er etwas viel, viel Größeres demoliert hat. Mann, Leute, ich gebe dir einen selben Euro. Ich muss sagen, das, was er jetzt sagt, Nummer 3, ist, glaube ich, tatsächlich das Schlimmste für den Kanal gewesen. Seine Gesamtkanal-Watchtime. Er hat alle alten Videos offline genommen. Alle. Das ist der endgültige Last Hit gewesen. Ne? 16 Gold. Mois Karriere steht vor Mois als Final Boss und hat eine net 1 gewürfelt. Critical Fail. Im Autoplay zum Beispiel gehen alte Videos von Creatoren an, erst recht, wenn man halt zum Schlafen YouTube guckt. Sie werden random irgendwo angezeigt, gerade weil Videos mit mehreren Millionen Klicks dabei waren. Ehemalige Fans wollen vielleicht nochmal in Nostalgie schwelgen und in Zeiten zurückversetzt werden, wo noch alles gut war. Nichts da. Er hat seinem Kanal wortwörtlich die letzte Lebensessenz geraubt. Über den Einzelvideo-Watchtimes steht nämlich noch die Gesamtkanal-Watchtime. Und die existiert nicht mehr. 650 Millionen Aufrufe, puff, weg, einfach weg. Der hat im Februar noch vor seinem Comeback 2 Millionen Klicks gemacht, ohne Videos. 2 Millionen. Das ist krass. 2 Millionen Klicks monatlich ohne neues Video. Leute, kann ich euch aus Erfahrung sagen, brutal. Brutal, ehrlich. Das ist das sogenannte passive Income. Das Ding bei Mois ist, das hat man aber schon früher gemerkt, da bei Sinan, bei Manuelsen Musikvideos, er hat das gemacht, sich selbst damit auch extrem geschadet, wie ihr sehen könnt. Das war ihm aber egal, viel mehr wollte er den anderen schaden. Zum Beispiel wollte er die History von Manuel kaputt machen. Oder die, er wollte es nicht wahrhaben, dass die Leute alte Videos gucken und sagen, ey, ihr wart früher geiles Team mit Keller. Er will die ganze Zeit nur, ich war geil, ich war geil. Nein, ich war geil. Ey, du warst auch geil, aber Sinan, Manu, Maestro, so das auch wichtige Puzzlestücke bei dem ganzen GZSZ-Ding bei euch da. Arschloch. Nein, ich war geil, ich mache alle Videos weg. So, ich denke, das ist bei ihm einfach diese Schmusose. Schmuse. Das ist nicht nur für das Fortbestehen des Kanals eine wahnsinnig dämliche Entscheidung gewesen, sondern auch aus finanzieller Sicht. Bei guter Monetarisierung sind 2 Millionen Aufrufe 15.000 Euro, bei schlechter 5.000. Das sind doppelt so viele Klicks, wie ich im Monat mache mit meinen 2 bis 4 Videos. Deswegen auch danke, dass ihr so rein supportet bei den ganzen Placements, die ich mache. Beim Schnitt habe ich ja mittlerweile Hilfe, ohne die sonst noch weniger Videos kommen würden. Wir sitzen halt zu zweit an den Videos, weil das für eine Person alleine einfach viel zu anstrengend wäre. Und literally ich. Und die Person, die möchte natürlich auch gut bezahlt werden. Als Beispiel für die beiden vorherigen Mois-Videos hat er von mir 1.500 Euro bekommen, weil wer gut bezahlt wird, leistet auch von alleine gute Arbeit. Mois hätte sich zum Beispiel einen Cutter einstellen können und einfach wieder vernünftige, gut geschnittene Videos raushauen können. Stattdessen kommt die übelste Pampe. Das werden wir gleich noch besprechen. Zurück zum... Der hat einen Kameramann, der für ihn die ganze Zeit verfolgt. Ich schätze auch, dass er cuttet. Aber...
eigentlichen Thema. Dieses quasi aufwandslose freie Einkommen hat Mois einfach angezündet mit dem Offline-Nehmen aller Videos. Einfach. Aber er ist durch, Bruder. Du weißt, dass wir durch sind. Von diesen 3000 Leute lasse ich 500 nehmen und dann sind wir durch, okay? Du weißt, ich brauche eben mein ganzes Leben nicht mehr. Guck mal, ein Ketchup ist kein Senf, okay? Verstehst? Süß und scharf, verschiedene. Leute verstehen nicht, ihr seid einfach nur Hunde. Verbrannt. Als Beispiel hier mal ein altes Leroy-Video von mir. Das hat diesen Monat, obwohl es schon alt ist, trotzdem noch 100 Euro abgeworfen. Ich habe das als Referenz genommen, weil das halt ungefähr die Klicks von Mois alten Videos sind, so im Schnitt. Bei mir war es natürlich ein brachialer Overperformer. Aber ihr seht, wie viel Geld der da aus dem Fenster schmeißt. Nicht nur er verdient daran, sondern auch YouTube. Um genau zu sein, nochmal denselben Betrag, den der Creator bekommt. YouTube. Krass, dass er sagt jetzt, YouTube würde denselben Betrag machen. Ich dachte immer, die machen 70-30 mit uns. Das wäre ein 50-50, wovon er redet. Das wäre aber echt zu viel. Das ist doch schon twitchig. YouTube mag es nun wirklich nicht gerne, wenn man seine Geldquelle versiegen lässt. YouTube mag das ganz und gar nicht und hat da ruckzuck den Kaffee auf. Das kann ich dir versprechen. Oh nein, Adam schreibt jetzt auch, YouTube ist 50-50. Ehrlich? Abus Eisen, deswegen sind die Milliardäre. So, seine Statistik sieht halt wirklich brutal aus. Minus 20.000 Abonnenten im monatlichen Durchschnitt und Abonnente. Minus 650 Millionen Klicks. Aua, 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 aua. In der detaillierten Statistik sehen wir auch, dass seine Klicks von 20.000 bis 50.000 auf teilweise nur noch 1.000 am Tag geschrumpft sind seit der Offline-Nahme seiner Videos. Im Oktober 2022 hatte er noch 30 Millionen Bruder. Monatliche Aufrufe. Und Bruder, warum sind Aufrufe für dich wichtig, okay? Okay, ein Xbox hat auch keine Aufrufe. Es liegt alleine so da, du benutzt es, du machst es an, Strom kommt rein, wie von Tesla gefickt wurde, verstehst? Nikola Tesla könnte zum Beispiel ein Nintendo besser spielen als Mario World, verstehst? Ein Plus von 140.000 Abonnenten. Seht ihr, was ich meine mit freien Fall? Und das hat er einfach komplett selbst zu verantworten. Wie gesagt, wenn seine aktuellen Videos wenigstens gut wären, so spannend oder unterhaltsam, sind sie nicht. Seine Videos in einer Nussschale. Erstens, Wutreden auf Kritiker aller sauer, die Power, die Jumba, die doof. Zweitens, überhebliches Geprahle mit Reichtum, der irgendwie nicht so existiert. Ich sehe gerade krasse Parallelen. Hier zum Beispiel. Das ist die Welt. Darum habe ich nur Bitcoins, verstehst du? Habibi Bruder, Assalamu alaikum. Das haben wir uns doch gegeben letztens. Der geht zu so einem augenscheinlich Obdachlosen. Bruder, nimm das Geld. Dann hält er so einen Monolog über Krypto. Dann mitten im Satz, plötzlich aus dem Nix, gibt er ihm die Hand, Assalamu alaikum. Der Typ schlägt ein. Und denk noch mal ganz kurz darüber nach, wo bin ich? Wer ist dieser junge Mann von mir? Das ist keine 100 Euro, ich habe nur Bitcoin. Assalamu alaikum. Kann ich dir 100 Euro überweisen und du gibst sie mir bar? Mois, wir beide wissen, dass du gerade alles bist, aber nicht reich, mein Freund. Jedes Video besteht aus, oh, ich bin so reich und ich mach Business. Aber vielleicht meint der Reich an Dings, an Erfahrung. Ohne Ende. Ja, und dann gibt es noch eine Ankündigung für Mois Burgers, die plötzlich verschwunden ist und Restaurant, das er aufmachen wollte. Oder ich bin einfach zu blöd, das nochmal zu finden. Vor allem habe ich noch gesagt, der ist zwei Videos von einer Telegram-Gruppe plus IBAN entfernt. Und was ist passiert? Die Hälfte ist schon mal getan. Es fehlt nur noch die Gruppe. Der von Punkt vor Strich ist Kontakt. Leute, ich wollte irgendwie immer die Möglichkeit, viele von euch einzustellen. Und viele fragen mich ja, ey Bro, ich brauche einen Job. Und ich sage euch ehrlich, ich kann jetzt 100 Leute einstellen, Alhamdulillah. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon immer viele Leute einstellen. Wirklich? Ich dachte, du wolltest schon immer einfach nur sehr viel Geld verdienen. Eine Seminare. Und eine wichtige Sache, es gibt am Samstag einen Seminar, den ich auch halte, unter anderem. Ich wollte es eigentlich nicht posten, aber jetzt, dadurch, dass ich auch so dieses Team gründen darf und dies, das, ist schon geil. Das ist ja geil. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich habe die Story habe ich verpasst. Ich halte ein Seminar und das, dadurch, dass ich ein systemisches... Es ist schon geil, ich mache ein System und dann macht der, kommt der in diese Sache und guckt ein Seminar. Ich mache da auch ein bisschen was in Urschloch in Seminar rein. Was sagt der, weil ich ein System halte? Dadurch, dass ich auch so ein System gründen darf und dies, das ist schon geil.
Ach so, dadurch, dass ich auch dieses Team gründen darf und so, ist schon geil. Kommt vorbei. Und wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, was da überhaupt abgeht und so, wir haben einen Sternkoch da, Alter. Also, ja. Das ist so geil. Er sagt einfach gar nicht, worum es geht. Also, okay, kommt zum Seminar, ich halte das. Okay, worum geht's denn da? Was werde ich da erfahren? Egal, wir haben einen Sternkoch da, Abu Seisen. Abu. Wulle. Hinterfeld. Ich will nicht mehr. Zurück zum Bestand seines Contents. Drittens, dummes Geschwätz. Gottlos dummes Geschwätz. Ich mache ein Seminar. Worum geht's, Professor? Dies, das. Mois hat letztens ein Video hochgeladen, in dem er über die Pyramidenverschwörung theoretisiert. Da kamen Takes à la, die Pyramiden sind aus dem Fluss gekrabbelt oder wurden von übernatürlichen außerirdischen Wesen auf die Erde gebracht. Oh nein, wo ist das? Boah, warum verpasse ich sowas? Hat das einer, wo er über Pyramiden redet? Ich liebe so einen Talk. Oh mein Gott, das ist für mich viel geiler als Netflix, Star Wars, alles. Ich guck mir das. Ich liebe das, wenn Belasch über Pyramiden redet. Ist einfach zu wild. Viertens, Mois macht Kokosnuss auf. Mag Kokosnüsse. Was kann man da noch sagen? Ab da ist schon vorbei, weil ich könnte jetzt aufhören mit diesen ganzen Videos, jetzt wirklich für immer und ewig. Diese 3000 Leute sortieren, 500 ausbilden und ich bin durch. Ich bin jetzt schon durch. Ja. Du weißt, dass wir durch sind. Ah, durch bist du wirklich? Ey, es ist... durch. Einfach nicht mehr zum Ausdenken. Du hast das Gefühl, der Mann verblödet auf dem Meter dreimal, was Social Media angeht. In dem Sinne, falls jetzt keine krassen Sachen mehr passieren, war es erstmal das letzte Mal, dass ich über ihn sprechen werde. Er liegt... Das hat der Justin Hero auch schon 7 Videos gesagt. Halt mittlerweile am Boden und dann noch weiter nachzutreten. Wenn nicht irgendein Gigascam oder sowas kommt, naja, dann sehe ich mich einfach nicht so da. Aber wie wir ihn kennen, ist er wahrscheinlich gerade wieder nur 2 Ecken vom nächsten Schabernack entfernt. Wir hören uns. Schabernack, ja, guck mal hier ein Like, tamam. War ein Like da. Hier so muss man jetzt liken mittlerweile. Jetzt kommt Skep. Das ist jetzt an der Seite. Na, so ein nettes Video, denke ich mal. Von Seite auf süß.